Hallo und willkommen zu MMSAE Games. Und diesmal haben wir ein paar Browser-Spiele unter die Lupe genommen. Und das erste Spiel, was wir testen werden, ist heute Kraut. Kraut verspricht völlig anders zu sein als alle anderen Spielkonzepte, die man jetzt in Browser-Games findet. Und vorrangig geht es in diesem Spiel um den Konflikt zwischen Eberling und Hammeling. Diese sind so verfeindet wie die Norddeutschen und die Süddeutschen. Am Anfang könnt ihr euch für eine Fraktion entscheiden. Da gibt es entweder halt die Eberlinge oder die Hammelinge. Und wenn ihr euch für die Fraktion mit den wenigeren Mitgliedern entscheidet, kriegt ihr noch einen kleinen Bonus. Ich würde euch natürlich die Hammelinge empfehlen, die spiele ich nämlich selber. Das Spiel und das Spielkonzept stammt übrigens aus Russland, wo das schon über 1 Million Mitspieler hat. Hier hat es jetzt so ungefähr schon über 30.000 Mitspieler, könnt ihr da ja nachgucken. Und es kommen eigentlich auch relativ viele Mitspieler jetzt immer dazu, also es kommt keine Langeweile auf. Das Spiel an sich ist völlig kostenlos und kann auch kostenlos gespielt werden. Es ist also nicht zwingend notwendig, hier Geld für auszugeben. Allerdings, wenn man schnell vorankommen möchte, kann man Geld in sogenannte Krautköpfe investieren und mit diesen dann halt so Haustiere oder sowas kaufen. Das muss man aber nicht, man hat noch eine zweite Währung, das sind nämlich die Kristalle. Und mit diesen lassen sich ebenso Haustiere und so weiter erwerben. Die muss man dann allerdings in der Mine abbauen und das dauert dann natürlich etwas länger. Sobald ihr euch angemeldet habt, seht ihr eure Spielfigur, den Avatar könnt ihr dann auch noch verändern. Und gegen Krautköpfe kann man denen dann noch mehrere Sachen da zufügen und so weiter. So, auf der rechten Seite findet ihr eure Ausrüstungsgegenstände und eure Skills. Die kann man gegen Gold, das ist eine der drei Einheiten, noch verbessern. Dann gibt es die Kristalle und die Krautköpfe. Die haben eigentlich die gleiche Option, nur das eine muss man abbauen und das andere muss man sich im Shop gegen Geld kaufen. Dann gibt es die Post mit Nachrichten, so was ihr gemacht habt. Und dann gibt es das Dorf. Im Dorf findet ihr den Laden. Im Laden könnt ihr euch halt Ausrüstungsgegenstände kaufen oder hier so Tränke. Und manchmal steht da noch eine kleine lustige Geschichte zu den Sachen. Also durchlesen ist auch mal ganz amüsant. Im Dorf gibt es dann noch weitere Einrichtungen, wie zum Beispiel die Farm oder euer Haus. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir gehen jetzt erstmal in die Stadt. In der Stadt finden sich die sogenannten Gilden. Das ist für etwas erfahrenere Spieler. Ich denke mal so ab Level 15. In die Gilde kann man eintreten. Dafür muss man eine gewisse Anzahl Kristalle oder Krautköpfe einbezahlen. Und dann hat man halt entsprechende Vorteile. Dann kommen wir zum Clan. Der Clan ist eine Verbindung mit anderen Spielern. Das Wort Clan ja schon sagt. Und in den Clan könnt ihr halt Geld einbezahlen und dieser Clan kann sich dann ausbauen und mehr Mitglieder aufnehmen und so weiter. Die Clans untereinander können auch Clankriege führen und ja, Prestige gewinnen, Geld und so weiter. Das könnt ihr dann alles noch erfahren, wenn ihr euch anmeldet. Ja, dann gibt es die Grube. In der Grube könnt ihr die besagten Kristalle abbauen, aber das geht erst ab Level 7. Vorher ist das noch nicht möglich, also ranhalten. Auf dem Kampfplatz könnt ihr euch mit anderen Gegnern messen. Je nachdem, was ihr seid. Wenn ihr ein Hammeling seid, messt ihr euch mit Eberling. Ich habe hier mal dieses Opfer ausgewählt. Dann überfallt ihr den und kurz darauf wird ein kleiner lustiger Bericht generiert. Unten könnt ihr euch den Kampf dann nochmal durchlesen. Und ja, dann seht ihr, wie viel Geld ihr bekommen habt. Anderes Mittel wäre dann noch die Streife, aber die findet ihr schon auch selber raus, wie das funktioniert. Ja, dann kommen wir zum Fazit. Kraut überzeugt mit dem Spielsystem. Es ist kostenlos spielbar und natürlich ist der Einstieg am Anfang auch sehr leicht. Allerdings sind schnellere Erfolge nur mit Geldeinsatz zu erreichen. Deswegen ein kleiner Minuspunkt.